Hallo meine Lieben, heute komme ich mit dem versprochenen Video zu euch mit diesen kleinen Envelope Embellishments. Das sind quasi diese kleinen, ich stehe heute noch auf dem Schlauch, sorry. Die Briefumschläge, die man so gestalten kann, einfach als Embellishment. Man kann die an ein Geschenk dran bappen oder man kann die verschenken. Viele machen das in so Tütchen rein zum Verschenken wie Car Candies. Man kann die verzieren. Die sind jetzt mal so halb fertig und jetzt wollte ich da einfach mit euch mal ein, zwei machen, damit ihr das einfach mal seht, wie das funktioniert. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Das ist eine super Rechteverwertung. Ich bin ja immer doch ein großer Freund von Rechteverwerten, weil, ja, was macht man immer mit diesen kleinen Stückels Papieren? Und von dem her passt das ganz gut. Ich habe mir jetzt mal einen vorbereitet, aber einen machen wir jetzt auch zusammen. Einfach nur, damit ihr das mal seht. Ich denke, ihr wisst im Prinzip, wie man so einen kleinen Umschlag macht. Ich habe mir hier jede Menge Restpapier rausgesucht. Ich habe schon mal so Schmetterlinge ausgestanzt. Das ist dieses wunderschöne Fancy-Papier vom Action. Das glänzt auch so. Und die Mädels in ihren Videos, die sagen immer, das riecht. Und das ist wirklich so. Also das riecht wirklich. Ich weiß nicht, das ist parfümiert oder keine Ahnung. Dann habe ich mir ein paar Deko-Elemente rausgesucht. Natürlich mein Kleber. Ich habe mir hier mal die Blüten rausgesucht. Vielleicht werden wir da ein bisschen was dekorieren. Die hatte ich mal in der Tauschbrust drin. Jetzt werde ich das alles mal so ein bisschen, ja, verarbeiten. Ich möchte auf jeden Fall auch meine Pailletten dazu verwenden. Ich nehme da immer so alte Kaffeedosen, spüle die aus und mache da meine Pailletten rein. Also da werden wir ein bisschen was zu verwenden. Ja, und das Ganze werde ich jetzt einfach ein bisschen in diesen Blautönen machen, weil wir da einfach, oder weil ich da jetzt am meisten Restpapier da habe. Und ja, dann würde ich sagen, wir legen mal los. Ich nehme mir immer für solche Embellishment-Umschläge ganz gerne diese etwas dünneren Papiere als Grundlage, weil man die einfach sehr gut falten kann. Ihr könnt es von der Größe her machen, wie ihr das möchtet, aber ich glaube, so 10 auf 10 cm ist so, das ist diese Größe, das ist, denke ich, ja, fast die größte. Also ich werde jetzt mal, der ist jetzt 10 auf 10 und ich nehme jetzt einfach mal das Papier und werde mir das zurechtschneiden und wir machen das jetzt einfach mal, keine Ahnung, machen wir 9 auf 9, dann haben wir es ein bisschen kleiner. Das schneide ich mir jetzt einfach mal zu. Und dann, ich habe mir jetzt überlegt, wie ich das Video mache, ob ich das wieder nur so mit Musik laufen lasse oder nicht. Aber viele möchten mich doch quatschen hören. Das freut mich natürlich ungemein. Deswegen quatschen wir jetzt. Dann falte ich das einfach einmal in die Mitte. Und zwar drücke ich nur in der Mitte, dass ich wie so nachher ein Kreuz habe. Und dann nehme ich die andere Seite und falze das auch so in die Mitte. Und dann haben wir jetzt hier quasi wie so ein Kreuz. Und jetzt könntet ihr das falten wie einen ganz normalen Briefumschlag. Also ich mache es immer so, ich falze es einmal in die Mitte. Und das ist das, warum ich immer sehr gerne so ein dünnes Papier nehme, weil es sich einfach sehr gut falzen lässt. Man braucht nicht unbedingt ein Falzbein dazu. Ich fasse halt immer noch nach, weil es einfach schon so in meiner Routine drin ist. Und jetzt könnt ihr das überlegen. Möchtet ihr denn so haben, dass die Spitze nach oben ist? Oder möchtet ihr denn so haben? Also ich mache jetzt den einfach mal so, dass die Spitze nach oben zeigt. Und bei dem hier habe ich das so gemacht. Ich habe das dann einfach nach innen umgeschlagen. Also wenn ihr das jetzt hier einfach nach innen umschlägt, dann habt ihr quasi so einen Umschlag. Ich weiß nicht, wie man den nennt. So einen Briefumschlag. Und das ist im Prinzip eigentlich auch schon alles. Ich meine, ihr wisst, wie man einen Umschlag macht, aber es kommt ja auch immer drauf an, gell? Das Dekorieren ist ja nachher bei dem das Hauptteil. Und ich klebe mir den jetzt einfach zu und zwar so, dass ich immer noch die Möglichkeit habe, innen was reinzustecken. Man könnte, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt, wie ich das jetzt hier gemacht habe, nicht noch solche Teilchen mit dazu reinmachen, dass es wirklich quasi wie ein Umschlag ist, dann kann man den auch komplett zukleben. Hier habe ich zum Beispiel die Spitze, ich hoffe, ihr seht das. Moment, mal schauen. Jetzt. Also hier habe ich die Spitze nach
außen quasi umgeschlagen. Das ist nochmal so, ja, ein kleines Gag-Element. Also, wie gesagt, das könnt ihr machen, wie ihr das möchtet. Ihr könnt dort wirklich mega tolle Kleinigkeiten und Dinge verarbeiten, die ihr einfach so rumliegen habt und die ihr ja nicht sonst irgendwie verwendet. Ich möchte jetzt noch so, ich habe hier so Bärchensticker. Das ist für mich etwas, das mache ich jetzt nicht unbedingt in ein Album rein, aber ich finde sie eigentlich süß und ich wollte sie jetzt deswegen halt einfach auch mal verarbeiten. Also ihr versteht es bestimmt, wie ich das meine. Und dann hole ich mir jetzt hier mal noch meine Fähnchenstanze raus. Und was möchte ich denn noch haben? Dann werden wir nachher noch ein bisschen mit Nuvo Drops arbeiten. Dann nehme ich dann die hier, weil die von der Farbe her sehr gut dazu passen. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Ihr kennt das bei mir. Es ist wie gehabt. Ich mache es ohne mir das vorher zu überlegen, was und wie und wo ich das mache. Ich habe hier noch so kleine Rollen Washi-Tape, die liegen immer hier so bei mir. Ich habe so einen alten Pinsel und den habe ich im Glas stecken und da liegen die oben drauf. Ja, und dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich denke, ich werde jetzt hier mal so eine Rolle von dem Washi nehmen und werde da mal ein bisschen was dekorieren. Also das ist eine tolle Sache, da könnt ihr wirklich eure Fantasie freien Lauf lassen. Ihr könnt ganz, ganz tolle Geschenkideen machen. Ihr könnt auch da dann einen Gutschein reinmachen. Ihr könntet das auch mit einem großen Umschlag machen. Das habe ich mir schon überlegt. Das sind ja jetzt quasi die Embellishments, Envelope Embellishments quasi. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Gutschein verschenken möchte und dieser Gutschein passt in einen ganz normalen Umschlag, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man zum Beispiel diesen Umschlag so schön verziert und den quasi umdreht, den verziert und den Gutschein so oben reinsteckt, dass man das quasi gleich sieht, dass da im Prinzip das eigentliche Geschenk innen drin ist. Versteht ihr das, wie ich das meine? Also das könnte ich mir jetzt auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das bestimmt richtig gut ankommt. Jetzt habe ich hier noch solche Knöpfe, die können wir auch noch nehmen. Ich suche mir das immer so ein bisschen zusammen. Wie gesagt, das ist völlig ohne Plan. Das ist ja meistens so bei mir. Was habe ich denn hier noch? Hier habe ich zum Beispiel sowas, kriege ich immer wieder mal in der Tauschpost. Und dann denke ich mir, ach, das könnte ich ja irgendwann mal verwenden. Und jetzt werde ich tatsächlich dann noch so einen Schmetterling da rausnehmen. Und da haben wir hier solche, die hatte ich auch mal in der Post. Das ist der Vorführeffekt. Das sind quasi solche Herzen und die sind relativ flach. Die kann man auch eigentlich ganz gut kleben. Da nehme ich mir mal zwei raus, weil es muss ja bei mir auch immer ein bisschen glitzern. Das ist ja, das kennt ihr ja, das ist ja ganz normal. So, und jetzt nehmen wir einfach als Kontrast... Nehmen wir das. Ich lege das jetzt einfach mal so oben drüber. Machen wir mal so Pi mal Daumen. Dann schneide ich mir da so ein Ticket quasi zurecht. Jetzt muss mal schauen, welches passt. Das passt ganz gut. Das lege ich dann auch immer so ein bisschen schräg rein. Und da werden wir jetzt noch was verzieren. Mal schauen, wo habe ich denn... Das war mal eine Pralinenschachtelverpackung. Aber ich bin ja echt jemand, der das auch so gerne immer nachzieht mit Schwarz. Und dann sieht es irgendwann mit der Zeit so aus. Und von der Rückseite auch. Aber so ist es halt, gell? Einfach, dass es ein bisschen einen Kontrast gibt. Also ihr könnt... Diesen Envelope an sich verzieren und natürlich auch das, was drinnen ist, wird ein bisschen verziert. Also das ist dann nachher, das schaut dann nachher so raus
Und es soll auch wirklich dann auch so ein bisschen schäbs und schief sein. Das muss nicht immer alles so gerade sein. Das ist gar nicht notwendig. Und jetzt schaue ich gerade mal, ob ich hier noch kurz... Ich schaue jetzt gerade mal nur ganz kurz, einen ganz kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. So, ich habe mir jetzt noch so ein Stempelset rausgesucht. Das war jetzt gerade einfach nicht in der greifbaren Nähe, weil ich mir jetzt gerade gedacht habe, ich möchte vielleicht doch gerne noch einen Spruch stempeln. Das ist nämlich auch immer ganz nett. Und ich werde jetzt einfach mal herzlichen Glückwunsch nehmen. Ganz einfach und F und ohne großes Brimborium. Ich denke, das passt immer zu allem. Das kann man ja am meisten verschenken, sage ich jetzt mal. Da hat man immer eine Gelegenheit oder es findet sich immer eine Gelegenheit. Dann nehme ich hier meinen. Ich liebe dieses VersaFine. Also da muss ich echt sagen, mit dem stempel ich am liebsten. Und ich stempel das jetzt auch mit Absicht schwarz, damit sich das Schwarz dann auch nachher wieder wiederholt in meinem... In meinem kleinen... Briefumschlag und ich stempel das einfach nur auf so einen Rest, den ich da halt jetzt gerade so rumliegen habe. Das sind ganz unterschiedliche Reste. Ich sammle die halt immer, weil da das ist auch alles Geld und warum soll ich das wegschmeißen? Das ist auch schade. Jetzt versuchen wir das mal einigermaßen gerade zu schneiden. Ich bin da, wenn ich das nur so mit Schere mache, immer kein so ein Held. Lassen wir das noch kurz ein bisschen trocknen. Das weiß ich nicht. Mache ich das hier rauf? Das ist jetzt wieder dieser Entstehungsprozess, wo ihr jetzt einfach mit dabei seid und ich auch immer nicht weiß, wie es hinterher aussieht. Aber vielen von euch gefällt es ja so. Es ist halt einfach meine Art. Es ist meine Art zu basteln. Ich kann es nicht anders. Ich möchte es auch nicht anders. Das passt zu mir so. Alles andere passt einfach nicht. Das bin nicht ich. Und man muss sich auch beim Basteln immer ein bisschen treu bleiben, finde ich, ist meine Meinung. Also, wie zum Beispiel, ich kein Kawaii mag. Ich mag es einfach nicht. Ich werde es nie mögen. Ich werde es auch nicht deswegen anfangen zu basteln. Nur weil es andere machen. Also das ist nicht so meins. Da bin ich nicht so. Ich schaue gerade. Ich habe hier nämlich noch so Sticker liegen. Ich habe keine so Rosetten mehr vorbereitet. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Da hätte ich mal vorher überlegen sollen, gell? Aber egal, wir kriegen das hin. Schaue ich mal, ich habe hier nämlich so das mache ich mir einfach jetzt ein bisschen dünner. Oh, heute ist so schön das Wetter bei uns und ich muss nachher noch zum Arbeiten. Oh, echt, das regt mich gerade auf. Ich habe Spätschicht. Das ärgert mich ein bisschen, aber das ist halt so, da kann man nichts machen. Irgendeiner muss es halt machen. Dafür habe ich nächste Woche frei. Komplett, komplett. Weil ich diese Woche jeden Tag gearbeitet habe und ich ja nicht voll arbeite. Ich habe ja auch noch einen Mann und einen Haushalt und das Ganze möchte ja auch gemanagt werden. Und dann habe ich jetzt nächste Woche frei. Ist auch schön. Ich hoffe auch, dass nächste Woche schönes Wetter ist. Dass ich das ein bisschen vielleicht noch nutzen kann. Mein Neffe, der hat nämlich noch Ferien.
Bei uns sind nämlich noch Ferien nächste Woche. Und ja, dann möchte ich vielleicht mit ihm ein bisschen noch rausgehen. Das sind zum Beispiel solche Teile, weil ich kann ja grundsätzlich nichts wegschmeißen. Und es gibt doch diese 3D-Die-Cuts-Standblöcke, wo man die Karten machen kann vom Action. Und da ist das quasi vorne oder hinten am Cover drauf, nur als Beispiel, wie die fertige Karte aussehen könnte. Und das ist quasi jetzt das Beispiel von der Karte, wenn man die ganzen Elemente mit dazu nimmt. Und ich will das ja nicht wegschmeißen und habe mir die Mühe gemacht und habe das alles ausgeschnitten. Ich tue mir da nur die Ecken ein bisschen abrunden und ich heb sowas immer auf und nutze das dann jetzt und klebe das jetzt einfach hier hin. So mit als Deko. Dann ist das quasi ein bisschen verziert. Man könnte jetzt immer noch einen Gruß draufschreiben oder so. Und so sieht das nämlich aus. Das habe ich bei dem da Hanna auch gemacht. Da ist es auch so quasi die fertige. Also man kann echt immer alles verwenden. Man braucht das nicht immer so alles wegschmeißen. Das ist ganz, ganz und gar unnötig. Also ich heb auch nicht alles auf, weil dann hätte ich, wäre mein Haus vollgestellt. Von oben bis unten, das kann ich nicht machen. Da würde dann mein Mann auch irgendwann sagen: Frau, jetzt ist Schluss, du hast einen Knall, Ende Gelände. Aber ja, so ein paar Sachen kann man schon aufbewahren. Da mache ich mir jetzt auch noch so ein Eckchen rein. Das lasse ich jetzt aber so, das werde ich jetzt nicht schwarz umranden, weil sonst wird es mir zu dunkel. Und dann denke ich, wie mache ich das jetzt? Klebe das so hierher. Seht ihr das? Oh, ihr seht das, oder? Ich hoffe, ihr seht das. Muss ich euch näher herholen? Lass mal so gucken, ob das für euch so besser ist. Dann habt ihr halt nicht mehr den ganzen Tisch im Blick. Ich mache das so ein bisschen schräger. Ihr seht, das habe ich zum Beispiel schon mal gestempelt und hat es mir nicht gefallen. Und dann hebe ich es aber trotzdem auf, weil man kann es ja immer irgendwie gebrauchen. Jetzt mache ich hier noch den Schmetterling hin. Genau, so machen wir das. Also so könnt ihr da wirklich eure kompletten Reste verwenden. Wo ihr so rumfahren habt, wo ihr so übrig habt, wo ihr vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt verwenden wollt für die größeren Projekte, weil sie einfach von der Größe her nicht mehr passen. Also, und da ist es halt echt, für sowas ist es halt mega, mega praktisch. Jetzt hole ich mir noch ein paar Paletten raus. Mega praktisch, das alles so zu verarbeiten. Euren ganzen, ein anderer wird sagen, mein Mann sagt immer, sie geht wieder Müll verarbeiten. Aber Müll ist ja eigentlich im Prinzip das falsche Wort. Aber halt, ja, Abfall, ein anderer schmeißt es weg. Einfach so hoch. So. Und das ist jetzt im Prinzip schon so ein fertiger. Ich würde den jetzt auch so lassen. Ich warte jetzt, bis das alles noch getrocknet ist. Und dann nehme ich mir meistens, ich habe hier, oh, wenn ich ihn auf die Schnelle finde. Oh, heilige Ordnung. Heilige Ordnung. Nee, ich finde ihn jetzt natürlich nicht auf die Schnelle. Das ist ja ganz klar. Auf jeden Fall nehme ich mir dann immer so einen schwarzen Feinliner und fahre hier einfach noch ein bisschen nach, entweder mit Pfeilen oder mit Punkten oder was auch immer, dass es einfach ein bisschen hübscher aussieht. Das ist so die Möglichkeit, wie ihr das gestalten könnt. Das ist jetzt, wie gesagt, einfach so als herzlichen Glückwunsch und ihr könnt den so machen oder ich habe hier, wie gesagt, jetzt die hier schon mal noch so vorbereitet gehabt. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, die zu machen. Ich habe auch schon mal welche geschenkt bekommen. Zum Beispiel, das ist einer, den ich mal geschenkt bekommen habe. Der ist relativ schlicht, finde ich aber sehr wunderschön, wirklich toll. Und sie hat es auch noch gefalzt, dass man das wirklich zumachen kann wie ein Umschlag.
Und hier in der Mitte ist noch was drauf, ein kleines Blümchen. Hier steht Happy. Das ist eigentlich im Prinzip kein großer Aufwand. Und die sind halt total süß, wenn man zum Beispiel ein Geschenk hat und um das drauf zu kleben oder so. Das ist was wirklich Nettes. Und ihr könnt wirklich eure Fantasie freien Lauf lassen. Das ist eine super schöne Sache. Und wie gesagt, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, wenn man das mit dem großen Umschlag macht, wenn man den einfach von hinten quasi nimmt. Und es ist ja eigentlich die Rückseite und einen Gutschein bloß so oben reinsteckt oder eine Glückwunschkarte und in die Glückwunschkarte ganz schlicht oder vielleicht nur einen weißen Cardstock und da den Wunsch oder den Glückwunsch draufschreibt und diesen Umschlag an sich zur Deko nimmt, diesen Umschlag quasi als Karte. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das werde ich vielleicht auch mal noch probieren. Mal schauen, wie das rauskommt. Meine Schwiegermama hat Geburtstag jetzt und vielleicht werden wir ihr so dann den Gutschein verpacken, weil es ist halt einfach auch schon eine ältere Dame und was will man immer verschenken? Man verschenkt dann halt eben den Gutschein, wo man sich das dann selber einfach aussuchen kann, was sie gerne denn hätte. Das ist so meine Idee, also das ist nicht meine Idee, dieses Grundteil, aber das ist jetzt meine Idee. Wie gesagt, ihr könnt das abwandeln, ihr könnt das machen, wie ihr das möchtet. Ich habe euch das jetzt mal gezeigt, weil das ein paar sehen wollten, wie man das macht. Es ist im Prinzip ganz einfach. Ihr könntet das auch mit länglichen Umschlägen machen. Das sieht bestimmt auch richtig cool aus. Ich habe mir das auch schon überlegt, weil ich habe auch so diese Strohhalme hier. Und wenn man die dann quasi noch mitverarbeitet, die könnte man jetzt auch so halbieren und dann noch so drauflegen. Also da gibt es wirklich mit Federn, mit Perlen. Da gibt es 100.000 Möglichkeiten. Ich nehme auch für sowas sehr gerne diese Holzstreuteile her. Also das ist etwas, das kann man echt immer, immer gebrauchen. Und ich werde mir jetzt den noch machen und den werde ich mir dann mit Holz machen. Und ja, soll ich euch mitnehmen, soll ich euch nicht mitnehmen? Ich nehme euch jetzt einfach mit. Dann könnt ihr da noch ein bisschen zuschauen. Wem es nicht gefällt, der kann ja jetzt abschalten. Vom Prinzip her habt ihr das jetzt gesehen, wie das geht. Ich habe hier jetzt noch so ein rotes Papier übrig, dann werde ich das noch mit dazu verwenden. Und wie gesagt, der ist ja fertig, den lege ich euch jetzt mal hierher. Das darf auch immer ruhig noch ein bisschen oben rausschauen, das ist gar nicht weiter schlimm. Der ist ja wie gesagt ein bisschen größer. So, dann werde ich mir hier, was für ein Washi nehme ich mir denn da? Also ich nehme halt für sowas immer sehr gerne auch Washi. Ja, machen wir es mal in Schwarz. Das ist ein wunderschönes Washi. Das habe ich lange nicht benutzen wollen, weil ich das auch mal in der Tauschpost hatte und ich weiß nicht, wo diejenige das her hat. Das ist richtig toll. Ich finde, das sieht richtig, richtig schön und edel aus. Wo habe ich jetzt meinen? Das ist halt bei mir Chaos, gell? Jetzt finde ich meine Schere wieder nicht, weil ich sie irgendwo ins Eck gepfeffert habe. So. Jetzt habe ich gerade noch mir gedacht, jetzt hole ich mir meine wunderbare Crocodile und werde mir jetzt hier habe ich hier mein so ein Rondell, wo einfach die ganzen Eyelets drin sind. Das schaue ich mal. Ach, ich nehme einfach ein braunes, der Einheitlichkeitshalber zuliebe, sodass es ein bisschen hübscher aussieht. Dann ist es nicht so bunt. Jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen. Mir fällt wieder was ein. Jetzt mache ich das einfach so. Moment, ich bin gleich wieder bei euch. Ich habe mir jetzt von dem Vellum noch ein Stück abgeschnitten. Und werde das jetzt einfach so Pi mal Auge quasi als wie ein... Ah, hier ist die andere Schere wieder. als wie einen kleinen Tag.
Das gefällt mir. So machen wir das. Und dann habe ich das quasi fertig. So, aber irgendwie gefällt mir jetzt dieser Schmetterling hier nicht mehr. Den mache ich jetzt wieder weg. Dann muss ich mal überlegen. Ich habe hier doch meine Ich habe hier ja meine kleine Schatzkiste mit so kleinen Aha, ich nehme die Eule. Ich nehme die Eule, natürlich. So, dann werden wir das jetzt einfach mal auf eine ganz andere Art noch ein bisschen dekorieren, nämlich mit Stempel. Ihr könnt da alles nehmen, Stempel, Stanzen, Kleinteile, alles, alles, was ihr so möchtet, könnt ihr da dazu verarbeiten. Das ist echt eine richtig tolle Sache. Und jetzt gefällt mir das hier ganz gut. Jetzt klebe ich das, glaube ich, hier noch her oder hier. Nee, ich klebe das hierher. So ein bisschen halb über die Eule drüber. Und jetzt nehme ich mir dann doch gerade nochmal, das kann ich wegräumen, dass es nicht zu viel Chaos ist. Die brauche ich wahrscheinlich noch. Den kommt auch weg. Dann habe ich mir hier meine Stempelchen. Ach halt. Das war jetzt natürlich zu spät, aber das ist egal. Das sind ja meine eigenen. Was nehmen wir jetzt? Wir nehmen wir nehmen Genieße den Tag, weil die Eule so geil guckt. Das passt. Genieße den Tag. Das wird lustig. So, und dann nehme ich gerade das Stück, das passt ganz gut. Und stempel das da mir einfach einmal ab. So, genieße den Tag. Jetzt machen wir das gleich sauber, dass das nicht komplett kaputt geht. Oder ja, die gehen ja nicht kaputt, aber das sieht halt einfach nicht so schön aus. Man sieht es jetzt halt, der ist jetzt dunkler. Seht ihr das? Aber mein Gott, das ist auch nicht so schlimm. Ich verkaufe meine Stempel nicht, ich gebe sie nicht her. Von dem her alles fein. Und dann beppen wir das jetzt noch hier hin. Nehme ich mir nur eine große Schere, da wird das irgendwie besser. Ich muss immer, ich halte immer den Atem an, wenn ich schneide. Weil ich dann die Hoffnung habe, dass es gerader wird. So, und jetzt machen wir das hier noch her. Das passt doch ganz gut, das sieht doch süß aus. Das gefällt mir jetzt eigentlich. Ich habe keine 3D-Pads mehr da, sonst hätte ich das jetzt mit 3D-Pads gemacht. Aber das ist nicht so schlimm. Und ich mache jetzt auch nur ein bisschen was in die Mitte. Jetzt weiß ich nicht, ob das schon trocken ist. Jetzt nehme ich lieber die Schere, bevor ich da mit dem Finger raufdatsche. So, das ist jetzt zum Beispiel der zweite. Den habe ich jetzt relativ groß gelassen, weil hier hinten ist es ja blanko. Da kann man jetzt auch noch einen Gruß draufschreiben. Ich würde den jetzt fast so lassen. Oder mache ich noch meine, ach, ich mache meine obligatorischen Paletten noch mit dazu. Ja, warum denn nicht? Es sind ja meine Embellishments. Ich habe sie ja gemacht. Dann darf das auch jeder sehen, dass ich das gemacht habe. Das mache ich wieder weg. Dann mache ich den hier noch einen hin. Und bei dem anderen machen wir noch
Nur-Drops drauf. Das klappt, gefällt mir auch noch ganz gut. Der darf auch ruhig ein bisschen überladen sein. Das ist nicht schlimm. Weil das ist ja quasi das Hauptdeko-Teil. Versteht ihr das? Das ist ja quasi der Gag. Das gefällt mir jetzt bei dem besser. So, jetzt habe ich euch mitgenommen. Ich habe jetzt zwei fertig gemacht. Nummer 1. Nummer 2. Ihr könnt mir gerne mal sagen, welcher euch besser gefällt. Es sind jetzt, wie gesagt, ihr seht die Unterschiede. Der war 8 cm und der war 10 cm, also 10 auf 10. Ihr seht den Unterschied jetzt, wenn man das so nebendran legt. Ich finde die hier ein bisschen geschmacker, also ein bisschen besser, weil, ja, wenn ich ein Riesengeschenk habe, dann kann ich das auch mal draufkleben oder so. Aber von der Art her finde ich den eigentlich ganz süß, denn der gefällt mir jetzt richtig gut mit der Eule. Aber von der Größe her finde ich die halt einfach besser. Und wie gesagt, seid mutig, probiert ruhig alles Mögliche aus. Nehmt euch eure Restekisten zur Hand, nehmt euch eure Reste-Stanzteile. Manchmal hat man ja auch so kleine Stanzteile übrig oder man hatte die mal in der Tauschpost oder so. Ich hatte mal diese wunderschönen Rosetten in der Tauschpost. Ich habe es probiert. Ich kriege es zwar hin, aber es sieht nicht so wunderschön aus wie hier. Da bin ich ein bisschen nicht so der Held bei sowas, aber ihr könnt dazu wirklich alles Mögliche verwenden. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sachen zeigen. Ich lege es jetzt mal nochmal hier rauf, dann seht ihr das, wie ich die jetzt quasi gemacht habe. Man hätte den jetzt auch ein bisschen noch kleiner machen können, aber ich finde das ganz witzig, dass das so oben rausschaut. Das gefällt mir ganz gut. Und ja, ich hoffe, euch hat es wie gesagt gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, da freue ich mich. Und genießt den Tag. Bis dahin. Tschüss.